Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr Fotos ganz süß unterbringen könnt, so dass derjenige, wo es geschenkt bekommt, schön aufstellen kann. Wir machen eine Art Leporello oder ein Leporello, das man aber auch im großen Format machen kann und das man auch immer beliebig verlängern kann. Und ich möchte dazu einfach zeigen, wie ich das gemacht habe. Das ist auch ganz einfach zu machen und ich habe auch hier schon noch ein paar Bilder, die ich unterbringen will und ein bisschen Deko beiseite gelegt. Also wir können gleich direkt starten. Ich zeige euch jetzt mal den Teil 1 des Leporellos. Der sieht jetzt so aus. Also ich habe da einen Ausflug gemacht und habe für die Person, mit der ich den Ausflug gemacht habe, ein bisschen was gestempelt, was die Person gerne hat. Also Blumen. Ist ja für uns super, weil wir haben ja bestimmt alle ganz viele Blumensets im Schrank stehen. Und genau, wir haben da halt so kleine Fotos gemacht und ich wollte das unterbringen. Und dadurch, dass diese Bilder recht groß sind, also das größte ist 10x10, von den Bildern her und dann vielleicht noch mit einem kleinen Rahmen und so, habe ich mir gedacht, müsste das Leporello auch größer sein. Ich habe jetzt in der Höhe 15 cm ausgewählt, sodass wir da noch ein bisschen Platz haben für Gestaltungsvarianten. Und zeige euch jetzt einfach, wie ihr das am besten stückeln könnt, weil das kriegt man natürlich nicht aus einem DIN A4 Papier. Und ich möchte 5 relativ große Bilder unterbringen, also passt immer nur ein Bild auf die Seite. Und deswegen werde ich das in diesem Aufbau machen und habe dann hinten auch noch ein bisschen Platz für was zum Schreiben. Also da hätte man noch ganz viel mehr. Ich werde nur eine Seite machen und werde euch jetzt einfach kurz zeigen, wie das funktioniert. Ihr könnt es natürlich anpassen auf eure Vorstellungen, auf eure Farbwünsche und auf die Größe von euren Fotos auch. Aber wenn ihr mal sowas Großes machen wollt, zeige ich euch jetzt die Maße für diese großen Bilder. Und ich messe jetzt auch nochmal schnell aus, das Bild an sich hat schon 10x10 und dann habe ich eine Umrandung von 10,5x10,5 gemacht. Die Bilder sind alle unterschiedlich groß, das fand ich eigentlich auch ganz nett, das lockert das Ganze ein bisschen auf, wenn das nicht so total gleich ist. Und ja, hier seht ihr schon, bauen wir gleich die Verlängerung. Ihr braucht dazu einen Farbkarton eurer Wahl. Ich habe jetzt als Grundfarben schon mit Savanne und Grundweiß gebastelt und habe jetzt hier auch noch Blutorange mit eingebaut. Ehrlich gesagt würde ich euch da raten, schaut mal, was die Personen auf den Bildern so anhaben und da könnt ihr dazu dann ganz gut die Farben kombinieren. Genau. Und ich zeige euch das jetzt mal kurz an dem Schmierpapier, weil mein Leporello ist ja schon fast fertig. Ich habe das jetzt hier in 2 Stücke gestückelt. Diese beiden Teile sind 2 Teile. Die habe ich hinten verklebt und ich baue jetzt eben noch ein drittes dazu. Und zeige ich jetzt einfach mal vorher die Maße, die ich hier benutzt habe. Also, ich habe angefangen mit 3 Teilen in Savanne. Das erste Teil hat 24x15 cm, ist an der langen Seite gefalzt bei 12. Das zweite ist 27x15, ist bei 12 und 24 gefalzt. Und das dritte hat ein Maß von 15x15 und ist bei 12 cm gefalzt. Und das dritte ist jetzt in meinem Fall hier das erste, also das ist bei 15 cm lang geschnitten und 15 cm hoch. Man sieht es vielleicht jetzt hier, also das ist dieses Rückenteil hier. Das ist meine Klebelasche. Ich habe jetzt hier 3 cm stehen gelassen, das hat sich ganz gut ergeben. Und das ist hier dieses längste Stück. Wenn ihr jetzt nur 4 Bilder unterbringen wollt, könnt ihr auch natürlich 2 lange Teile schneiden oder so. Also das könnt ihr dann genau individuell für euch anpassen, vergrößern, verkleinern. Das zweite Teil ist eben jetzt das mit 27x15 cm. Und wie gesagt, gefalzt bei 12 und bei 24, dann hat man hier noch eine große Klebelasche. Und da kommt jetzt noch dieses letzte und dritte Stück drauf mit dem Maß 15x15. Ist einfach nur bei 12 cm gefalzt und können wir dann hier drauf kleben und uns die letzten beiden Seiten noch gestalten. Genau, und wir fangen jetzt einfach mit dem großen Stück an. Ich habe jetzt hier einfach ein A4 Papier, habe noch nichts zugeschnitten und kürze mir das jetzt in der Höhe mal bei 15 cm. Und dann lege ich mir das so noch an der langen Seite, kürze es mir noch ein bei 27 cm und kann mir das Ganze jetzt falzen, einmal bei 12 cm, Achtung, jetzt die helle Klinge verwenden, und einmal bei 24 cm. Dann habe ich jetzt hier dieses Element, kann mir das nachfalzen und kann es beliebig ankleben, wenn ich noch eine Verlängerung brauche. Und so macht es eben mit den anderen beiden Teilen auch.
Und ihr legt euch das hin. Also ihr müsst immer nur auf eine Sache achten, und zwar, dass ihr immer so eine Zickzack-Reihe habt. Also ihr stellt euch die Teile, die ihr anbauen wollt, sozusagen auf. Sagen wir mal, wir bauen jetzt hier einfach nochmal was dazu. Dann klebe ich mir das Ganze so an, dass hier dieses Zickzack einfach weitergeht. Ich denke, das ist total klar. Wenn ihr jetzt das Papier-App so habt, könnt ihr es natürlich nicht anbauen. Dann müsst ihr es einmal drehen. Also das, oder eben wenn ihr sagt, ja, dann ich müsste es jetzt so anbauen. Da müsst ihr eben einfach gucken, wie passt es hin, dass mein Zickzack bleibt. Ich glaube, das ist klar. Also immer bevor ihr euch das zusammenbaut, überlegt euch, wie ihr das ankleben wollt. Und ich mache das jetzt eben hier mit dem. Ich habe jetzt eben mit euch das Grundteil gebastelt. Das ist eben das hier. Und baue jetzt hier meine zwei anderen Teile an. Das erste habe ich schon dran und das zweite machen wir jetzt gemeinsam. Das ist eben jetzt dieses Element. Und dazu nehme ich mir einfach Abreißklebeband. Also ihr müsst auf jeden Fall einen Kleber nehmen, der sehr stark ist. Ich habe jetzt hier eine relativ breite Klebelasche, das ist natürlich auch gut für die Stabilität. Aber wenn ihr sagt, das ist mir zu breit, könnt ihr es natürlich auch schmaler machen. Und man kann natürlich das Leporello auch von beiden Seiten befüllen im Prinzip. Also ihr könnt Vorder- und Rückseite gestalten. Und jetzt müsst ihr nur gucken, dass ihr das genau auflegt und ordentlich anklebt. Weil das klebt natürlich jetzt gleich. Und so könnt ihr jetzt euer Leporello immer beliebig verlängern. Zum Beispiel nehme ich jetzt hier meine Verlängerung und sage, ich möchte es noch hier anbauen, dann würde ich mir das jetzt hier noch ankleben. Und so kann es immer weitergehen. Und jetzt geht es daran, dass wir uns die Seiten noch gestalten. Ich habe eigentlich hier immer einen Stempel im Hintergrund gemacht. Wie gesagt, lauter Blumenmuster. Und habe die dann koloriert mit den Aquarellstiften. Dann bin ich mit dem Mischstift noch ein bisschen drüber gegangen. Und jetzt bei diesem Teil, bei dieser Seite habe ich mir gedacht, klebe ich so ein großes Foto auf und habe mir da schon meine Mohnblüten einmal ausgestanzt, auskoloriert, bisschen beglitzert und habe die dann hier drauf geklebt. Mit ein bisschen Abstand hier geklebt und das komme ich jetzt, kann ich jetzt hier gleich so auf meine Seite drauf bauen. Mal gucken, ob was aus meinem Flüssigkleber kommt, ob der schon bereit ist. Ihr könnt da immer mit Dimensionen spielen, ihr könnt Sprüche einbauen. Also da ist wirklich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Bedient euch an allem, was ihr in eurem Bastelregal habt. Und habt da richtig Spaß, wieder auch alte Sachen auszupacken. Genau, dann haben wir noch eine Seite, wo auch noch ein Foto drauf kommt. Da habe ich es jetzt so gemacht, ich habe jetzt einfach schon mal einen Spruch aufgestempelt, ausgestanzt. Möchte den jetzt noch so ein bisschen mit Stanz teilen. Also da habe ich aus dem Designerpapier einfach Herzchen ausgestanzt und möchte da noch so ein bisschen was jetzt mit einem Spruch machen und gucke ich immer ein bisschen, dass die Fotos nicht alle auf gleicher Höhe sind, sondern dass das immer so ein bisschen versetzt ist. Und was ich einfach total schön finde, ist, wenn im Hintergrund auch noch ein bisschen was ist, weil es gibt dem Ganzen einfach noch mehr Dimension. Und deswegen stempel ich mir jetzt da auch im Hintergrund noch ein bisschen was auf. Ich nehme jetzt dazu das Set Kunstvoll koloriert, das ist auch so schön, finde ich. Und da sind natürlich auch Blumen drin und schöne Hintergrundstempel, vor allem der hier ist so schön. Vielleicht nehmen wir die kleinen Blümchen noch raus und vielleicht hier und da noch ein Blatt. Mal gucken, was wir brauchen, aber das werde ich jetzt verwenden. Als Farben benutze ich jetzt einmal grüner Apfel und Kürbisgelb und Jade. Also das wären die Bestellnummern, falls ihr das braucht. Also das sind jetzt schon ein bisschen krachige Farben. Ich bin mal gespannt, wie das rauskommt. Ich wollte zuerst Pink nehmen, aber das hat jetzt mit der Seite nicht so ganz gepasst, glaube ich. Das nehme ich jetzt einfach mit Jade. Das sind ja eigentlich relativ dezente Stempel. Und gehe mir da so ein bisschen in den Hintergrund. Und dann macht ihr diesen tollen Aquarellstempel. Seht ihr das gut? Ich finde das so schön. Also da kann man ruhig mal den ersten und den zweiten Stempelabdruck verwenden. Und da unten gehe ich noch ein bisschen hin. So, dann habe ich gedacht, die Blüte, die große, könnte schön in Kürbisgelb aussehen. Hoffentlich schön satt. Ja, schaut cool aus. Schaut sehr nach Terrakotta jetzt aus, aber gefällt mir gut. Passt auch zur anderen Seite ganz gut. Und jetzt noch grün, grüner Apfel. Ja,
kommt auch richtig schön wie grün raus. Das ist natürlich immer ein bisschen anders, wenn man das dann mit keinem weißen Hintergrund stempelt. Und die kleinen Blümchen, die machen wir noch, die machen wir auch in diesem schönen. Gucken wir mal, ob man die dann überhaupt sieht. Und dann kommt hier noch das Foto drauf. Und natürlich müssen wir auch noch unseren Spruch unterkriegen. Da ist viel los auf der Seite. Aber das passt schon. Ich brauche noch eine kleine Mitte. Dann nehme ich jetzt Osterglocke und diese Punkte aus dem Set. Die finde ich müssen da rein. Da können wir nachher noch ein paar Glitzis hinmachen. Aber so ein bisschen die Mitten ausstempeln passt da immer ganz gut dazu. Irgendwie seht ihr das heute schlecht, oder? So ist jetzt die Seite an sich. Das Etikett ist auch noch nicht fest. Ist schon relativ viel, weil ja da das Foto noch hinkommt. Aber wenn wir das schauen, könnten wir das auch da oben hinsetzen. Muss ja auch nicht gerade sein. So wird es mir auch ganz gut gefallen. So bringe ich das jetzt mal schnell an. Genau, und so sieht jetzt diese Seite aus oder diese beiden Seiten mit ein bisschen Etikett, mit ein bisschen was aufgeklebtem. Und dann habe ich mir gedacht, könnte man auch noch die Rückseite ein bisschen gestalten. Da hat man ja wirklich viel Platz. Ihr hättet wirklich auch hinten noch Platz für Fotos. Ich finde es immer ein bisschen schade, dann stellt man die doch nie in beide Richtungen auf. So habe ich jetzt alle in die Vorderseite gemacht. Und auf die Rückseiten hättet ihr noch viel Platz, um zum Beispiel auch noch schöne Worte, Sprüche aufzubringen. Ich würde jetzt mal die Rückseite dafür nutzen und habe da auch schon ein Stück grundweiß vorbereitet. Das hat jetzt das Maß, muss ich mir nochmal selber schnell nachmessen, 10,7 mal 14,4. Das ist ein komisches Maß, aber das passt ganz gut drauf. Weiß ich nicht, was ich mir da gedacht habe. Und hier werde ich das noch aufkleben. Das habe ich auch schon bestempelt und ausgemalt mit den Mondblumen. Und werde dann hier eben noch was Schönes draufschreiben. Und so hat man dann hier so eine Möglichkeit, so ein süßes Leporello zu verschenken mit vielen Bildern drin. Man kriegt noch eine persönliche Botschaft runter und man hat eine ganz süße kleine Geschenkidee, die man, also unterschätzt nicht die Zeit für die Deko, die dauert tatsächlich relativ lange, aber es ist ein persönliches, handgemachtes Geschenk und da kann man sich austoben, noch mehr und noch weniger, also wie man es halt gerade möchte. Und ja, ich finde, es ist eine nette Idee. Es ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich euch die Bilder nicht so richtig zeigen möchte oder kann, aber ja, wenn man dann keine Überkleber auf den Bildern hat, dann schaut es viel, viel schöner aus und dann ist es auf jeden Fall ein tolles persönliches Geschenk. Und ihr könnt mal überlegen, für was ihr das alles nutzen könnt. Also ihr könnt es als Babybilder oder wenn ihr mit eurer, egal, mit eurer Taufpaten, mit eurem Taufkind, mit eurem, egal was, mit der Mama beim Ausflug seid oder eben, keine Ahnung, mit Freundin, mit Freund. Einfach ein paar Bilder hat man immer schnell beieinander und so kann man die schön unterbringen und kann die schön verschenken und da kannst du dann direkt aufstellen und hat dann da seine Freude dran. Ich hoffe, die Idee gefällt euch auch, wenn es jetzt ein bisschen blöd ist, dass die Bilder so überklebt sind. Da wirkt es gar nicht so schön, wie es in Wirklichkeit ist, wenn man dann natürlich dann schöne Bilder drin hat. Ja, ist das ganz anders, aber ja. Probiert es aus, auf jeden Fall ist es eine totale Empfehlung und ein schönes kleines Geschenklein, wo man sich drüber freut. Ganz viel Spaß beim Nachbasteln wünsche ich euch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke. Und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Kreativiert was Neues. Tschüss.